Sorry. Sag mal, kennst du das? Wenn du so Sehnsucht danach verspürst, mal wieder so richtig verscheißert zu werden. Wenn das schon lange nicht mehr passiert ist, das Ding, der Klassiker mit dem Salzstreuer im Restaurant oder das andere Ding mit dem Salz, dass ihr da Salz mit Zucker vertauscht und du dir schön zwei große Teelöffel Salz in deinen Kaffee machst. Oder dass sich ein Kumpel mitten in der Nacht um 4 Uhr weckt, obwohl er weiß, du musst um 7 arbeiten, weißt du, am Telefon und der dann irgendeinen Scheiß erzählt, sich dann kaputt lacht und wieder auflegt, war und du sich, so was ist mir schon lange nicht mehr passiert, war. Und dann stellt sich nach einer Weile wirklich diese Lust darauf ein, mal wieder richtig schön verscheißert zu werden, ja. Dass einem mal wieder ein Streich gespielt wird, ja. Und Jutta Streich, nicht, dass ihn anrufen sagt, deine Mutter ist tot, nee, Donny oder so, sowas nicht, sondern ein bisschen diffiziler, wo du erstmal so 10 Minuten lang denkst, das eine ist, dabei ist es doch das andere. Ja, was soll man machen? Man selber spielt ständig Streicher, aber die Leute lernen daraus nichts, ja. Anstatt sie das einmal irgendwie aufgreifen und zurückgeben, ja, das ganze gute Streichgut, nix. Naja. Was haben wir neulich gemacht, das war auch sehr gut, ja. Von einem Kumpel, war eine Freundin war, für ein paar Wochen weg gewesen und, dann war ich bei ihm gewesen, war, und wir wussten, sie kommt nur gleich wieder. Und, ja, hab ich mich dann halt ausgezogen, war nur in Schlüpper rumgerannt, mir so ein Badetuch, weißt du, genommen, so ein Dutt gemacht und hab mich dann im Bad versteckt. Sie kam nur zurück, hallo, herzlichen Glückwunsch da, dass du wieder da bist, tralala, und sie hingesetzt, unterhalten. Und ich kam dann einfach so mit dem Dutt um den Kopf, weißt du, und dem Badetuch um die Hüften, kam ich so durchs Wohnzimmer, dann gelaufen, sagte bloß so, hallo, wa, grüß dich, und bin wieder weiter, hab mir bloß so ein Buch genommen, wieder weg und die war natürlich total von den Socken, war. Auf einmal ist da noch einer in der Wohnung, der da plötzlich hoch wohnt und sich für Häusle eingerichtet hat, war. Das war ein Spaß, wir haben uns danach auf dem Boden gekringelt, ja. Das so einen herrlichen Streich, ja. Herrlich, 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 herrlich. Ja. Tja, aber eben selber passiert sowas selten. Nicht, dass mir einer mein Moped die Reifen zersticht, ja, das ist nicht witzig. Das kommt zur Anzeige. Aber mal so einen kleinen Scherz, Junge, Junge. Das wär mal was. Na gut. Ich sag mal so. Das sollte natürlich nicht so sein, dass ich jetzt am laufenden Bande verscheißert werde. Aber das ist natürlich auch nicht witzig. Aber so immer im Monat kann man schon mal bringen. Also, hinter der Ohren geschrieben. Und ja.